Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Patrick Breyer. Ich bin Europaabgeordneter der Piratenpartei und Bürgerrechtler. Und ich möchte euch heute etwas erzählen über Uploadfilter 2.0, wie das geplante Terek-Gesetz Presse- und Meinungsfreiheit gefährdet. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch schon von diesem Gesetz gehört, Terek. Der volle Titel lautet: Eine Verordnung zur Verhinderung terroristischer Inhalte im Netz. Ist natürlich schon ein sehr weitreichender Anspruch und dementsprechend ist auch dieses Gesetz eigentlich ohne Vorbild. Es wird sich voraussichtlich sehr schwerwiegend auf jeden auswirken, der eine Webseite betreibt und dort Inhalte seiner Leserinnen und Leser akzeptiert. Und da reicht es schon, wenn man Kommentare zum Beispiel akzeptiert. Es wird weitreichende Auswirkungen auf Internetnutzer haben können, auf die Pressefreiheit, die Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit. Und lasst mich erklären, inwiefern das der Fall ist und was dieses Gesetz denn nun vorsieht. Kern des Gesetzes ist im Grunde genommen, dass Behörden in der ganzen EU die Befugnis bekommen sollen, terroristische Inhalte im Netz löschen zu lassen. Und jede Behörde kann das von jedem Anbieter verlangen, egal ob er in der EU oder außerhalb der EU seinen Sitz hat. Schnelllöschanordnungen deswegen, weil diese Löschung innerhalb von nur einer Stunde vorzunehmen ist. Was sind terroristische Inhalte? Es gibt eine lange Definition, zum Beispiel Aufruf zu terroristischen Straftaten oder Propaganda für terroristische Organisationen. Fakt ist aber, dass die EU-Mitgliedstaaten keine einheitliche Linie haben, was überhaupt terroristische Organisationen sind. Umstritten ist zum Beispiel Palästina, Tschetschenien, sind Separatisten Terroristen, wie das teilweise in Spanien angenommen wurde, im Fall der katalonischen Unabhängigkeitsproteste. Antiterrorgesetze sind in Frankreich zum Beispiel gegen soziale Proteste eingesetzt worden. In Ungarn werden teilweise Umweltschutzorganisationen als Ökoterroristen bezeichnet. In Griechenland Seenoträter ebenfalls. Und diese Verordnung wird da auch keine Harmonisierung erreichen. Deswegen ist es natürlich gefährlich, wenn künftig zum Beispiel Behörden aus Ungarn Inhalte in Deutschland löschen lassen können. Genau das ist geplant. Ja, und außerdem diese Zeit von nur einer Stunde zur Löschung. Wenn man das nicht schafft, drohen Strafen, kann natürlich nicht wirklich realistisch sein für kleine Anbieter, vielleicht sogar für Privatanbieter oder nicht kommerzielle Anbieter. All die sind erfasst von diesem geplanten Gesetz, können es aber natürlich nicht schaffen, 24 Stunden an 7 Tagen bereit zu stehen, falls irgendwann mal eine Löschanordnung kommt. Das heißt, die Befürchtung ist, dass kleine Webseiten schließen könnten, um solche Risiken nicht handeln zu müssen. Und vielleicht landen sie dann stattdessen auf einer Facebook-Gruppe, was natürlich genau das Gegenteil eines diversen Ökosystems im Web ist, was wir eigentlich erreichen wollen. Die Definition von terroristischen Inhalten ist ziemlich vage und interpretationsbedürftig. Und außerdem gibt es eine Bestimmung in dem Gesetzgebungsvorschlag, wonach Behörden nicht selbst die Löschung anordnen, sondern quasi Inhalte an die Anbieter zur Prüfung schicken. Und zwar zur Prüfung nach ihren AGB. In diesen Fällen wäre also quasi nicht mehr das Gesetz der Maßstab für die Löschung, sondern die Richtlinien der Plattform. Und die sind extrem weltreichend, weil die natürlich versuchen, weltweit alle möglicherweise verbotenen Inhalte
und auch nur unerwünschte Inhalte, die sie auf ihrer Plattform nicht haben wollen, unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, über dieses Einfallstor könnten letztlich auch Inhalte gelöscht werden, die gar nicht verboten sind. Ja, und zum dritten Thema Uploadfilter. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass die Plattformen auch verpflichtet werden können, Uploadfilter einzusetzen, um vorbeugend nach terroristischen Inhalten zu suchen. Das funktioniert schon dann nicht, wenn es Inhalte sind, die schon mal wirklich klassifiziert worden sind, sogenannte Re-Upload-Filter. Und das funktioniert deswegen nicht, weil ein und dasselbe Bild oder Video je nach Kontext legal oder illegal sein kann. Illegal ist es, wenn es für Propagandazwecke verwendet wird, aber legal kann dasselbe Bild-Video sein, wenn es zum Beispiel zur Berichterstattung, zur Illustrierung eines Terroranschlags oder eines kritischen wissenschaftlichen Artikels verwendet wird. Das heißt, die Filteralgorithmen der Anbieter können der Veröffentlichung nicht ansehen, ob sie legal oder illegal ist, und damit droht letzten Endes eine massive Überblockierung von Inhalten, die eigentlich egal sind, wenn diese Upload-Filter zum Einsatz kommen. Noch größer ist das Fehlerrisiko, wenn auch nach noch unbekannten terroristischen Inhalten gesucht wird. YouTube macht das zum Beispiel und sucht nach Gewalt und hat dementsprechend zum Beispiel schon mal eine Parlamentsdebatte über Folter gelöscht, weil darin das Wort Folter vorkam, löscht regelmäßig auch Dokumentationen von Menschenrechtsverletzungen im syrischen Bürgerkrieg, ganz einfach, weil da eben Krieg gezeigt wird. Ja, das zeigt, dass solche sogenannte künstliche Intelligenz eigentlich sehr dumm ist und sehr viele wichtige und wertvolle Inhalte eben auch gleich mit löscht. Ja, und diese geplante Verordnung wird jetzt seit 2 Jahren verhandelt. Und wir kämpfen darum, dass eine ausgewogene Lösung gefunden wird, die die Grundrechte respektiert und auch die Bedürfnisse der Netzgemeinde, keine überzogenen Anforderungen stellt. Letztes Jahr hat das Europäische Parlament eine ziemlich fortschrittliche, positive Position eingenommen, in der auch die meisten Bedenken aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft berücksichtigt worden sind. Jetzt ist es aber so, dass die Verhandlungen ihrem Ende sich neigen, und um einen Kompromiss mit den EU-Regierungen zu erzielen, und nur dann kommt das Gesetz zustande, wenn sich Parlament und EU-Rat, also die Regierungen, einig werden. Und um diese Einigung zu ermöglichen, sind die meisten Fraktionen im Europäischen Parlament bereit, ja, sehr viel zu opfern. Denn man darf auch nicht vergessen, die jüngsten Terroranschläge erzeugen natürlich Handlungsdruck. Und nicht jeder ist da standhaft, was Grundrechte und die Interessen der Internetnutzer, der Internetanbieter angeht. In der letzten Woche hat die letzte Verhandlung stattgefunden, der sogenannte Trilog. Verhandelt werden diese oder geführt werden diese Kompromissverhandlungen hinter verschlossenen Türen, nicht öffentlich, was ich sehr bedenklich finde, weil es sich um Gesetze handelt, die letztlich von uns allen befolgt werden sollen. Und nächste Woche findet eine weitere und möglich auch die letzte Verhandlungsrunde statt, wo sozusagen ein Paketdeal festgezogen werden soll, also letzten Endes ein Kompromisspaket. Das Europäische Parlament hat bisher schon eine ganze Reihe von Kompromissen gemacht, die problematisch sind. Zum einen diesen Grundsatz der 1-Stunden-Löschfrist akzeptiert, obwohl sie kaum machbar ist für Anbieter. Zum anderen es zumindest akzeptiert, dass Upload-Filter freiwillig von den Plattformen gegen Terrorismus eingesetzt werden, mit allen negativen Folgen. Die Upload-Filter sind genauso fehlerhaft, ob sie freiwillig genutzt werden oder nicht. Zum dritten hat das EU-Parlament seine ursprüngliche Forderung aufgegeben,
dass die für Löschanordnungen zuständigen Behörden unabhängig sein müssen. Das heißt letzten Endes, es kann sich bei diesen Behörden, die nicht mehr unabhängig sein müssen, um einen Polizeibeamten handeln. Es kann sich aber auch um einen Innenminister direkt handeln, der natürlich besonders versucht sein kann, aus politischen Gründen den harten Mann zu markieren oder meinetwegen im Fall des ungarischen Innenministers vielleicht gegen unliebsame Kritiker hier vorzugehen. Also keine Entscheidung von Gerichten, sondern eine beliebige Behörde kann solche Anordnungen treffen. Ja, und viertens hat das Europäische Parlament, ist das Europäische Parlament bereit, entgegen seiner ursprünglichen Position eben auch grenzüberschreitende Löschanordnungen zuzulassen. Obwohl wir einige Staaten in der EU haben, wo wirklich hochproblematische Regierungen an der Macht sind. Regierung Orbán habe ich schon genannt, aber Polens Regierung kommt auch hinzu. Die EU selber hat Verfahren gegen diese Staaten eröffnet, wegen Bedenken, ob da überhaupt rechtsstaatliche Regeln vorherrschen. Und wie gesagt, künftig könnten die dortigen Regierungen auch Inhalte in Deutschland löschen lassen. Es hat im Sommer ein Urteil des französischen Verfassungsgerichtshofs gegeben über ein ähnliches französisches Gesetz, so ähnlich wie das Netz-DG, Löschung terroristischer Inhalte auf Anordnung innerhalb einer Stunde. Und der französische Verfassungsgerichtshof hat das für verfassungswidrig erklärt und argumentiert, bei so schneller Löschung, auf bloße Anordnung von Behörden, die nicht beschränkt ist auf offensichtlich rechtswidrige Inhalte, und bei denen hohe Strafen drohen, wenn man die Löschung nicht innerhalb der Stunde vornimmt, wo auch selbst eine Beschwerde vor Gericht keine aufschiebende Wirkung hat. Das ist unverhältnismäßig. Ja, und leider ist im Grunde genommen genau dieser Mechanismus auch auf EU-Ebene vorgesehen. Ja? Löschanordnungen von Behörden, die nicht unabhängig sind, nicht beschränkt sind auf offensichtlich rechtswidrige Inhalte, keine aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen und hohe Strafen, die drohen. Ja, und das Europäische Parlament ringt im Moment noch mit dem Rat um einige weitere Sicherungen und Vorkehrungen, um die Verhältnismäßigkeit besser zu gewährleisten. So wollen die nationalen Regierungen die Definition der terroristischen Inhalte nochmal ausweiten, um den Tatbestand die sonstige Unterstützung terroristischer Gruppierungen. Das ist extrem weit und kann im Grunde genommen auch Berichterstattung sein, Interview mit einem Terroristen, wie auch immer. Also das ist eine gefährliche Ausweitung, die da gefordert wird. Dann gibt es bisher keine Einigung mit den EU-Regierungen, eine klare Ausnahme von dieser Verordnung zu machen für legitime Inhalte, insbesondere Bildungsinhalte, künstlerische Inhalte, journalistische oder Forschungsinhalte, ja, auch Inhalte, die gegen Terrorismus gerichtet sind und darüber aufklären sollen zum Beispiel. Oder wenn man sich polemisch äußert, das darf auch nicht als Terrorismus verfolgt werden. Bisher verweigern aber die EU-Regierungen eine klare Ausnahme und wollen einen Vorbehalt machen, ob denn die journalistische Berichterstattung auch legitim ist. Finde ich unglaublich, dass eine Polizeibehörde letzten Endes darüber entscheiden soll, was Journalisten noch berichten dürfen. Übrigens, die EU-Regierungen werden in diesen Verhandlungen vertreten von der deutschen Bundesregierung, vom Bundesinnenministerium, weil Deutschland im Moment die Ratspräsidentschaft innehat. Ja, die EU-Regierungen sind bisher auch nicht bereit, auf die Möglichkeit zu verzichten, Inhalte auf Vereinbarkeit mit den AGB prüfen zu lassen. Ich hatte es erwähnt. Es gibt keine Einigung darüber, ob Upload-Filter wenigstens nicht verpflichtend sein werden. Die EU-Kommission fordert sogar eine Pflicht für Plattformen zum Einsatz dieser fehleranfälligen Upload-Filter, die nicht zuverlässig sind. Und
Es gibt keine Einigung darüber, ob Sanktionen, ob Strafen für die Nichtumsetzung von Löschanordnungen innerhalb einer Stunde, ob die wirklich beschränkt werden auf systematische Fehler, also wiederholte Verstöße, ob es zumindest Ausnahmen gibt für kleine Plattformen, die diese 1 Stunde nicht schaffen können. Da ist bisher keine Bereitschaft vorhanden auf Seiten der Regierung, eine richtige Ausnahme einzuführen, außer dass es irgendwas die Rede ist davon, dass die Strafen müssten verhältnismäßig sein. Das ist natürlich sehr allgemein und bietet keinen wirksamen Schutz. Ja, und bezüglich dieser grenzüberschreitenden Schnelllöschanordnung herrscht Uneinigkeit, ob, wenn man die schon zulässt, ob dann nicht zumindest der Mitgliedstaat, wo die Veröffentlichung stattgefunden hat, diese ausländischen Löschanordnungen nochmal überprüfen muss. Ob der Inhalteanbieter, dessen Inhalte gelöscht wurden, und der Plattformbetreiber, ob die eine solche Überprüfung verlangen können. Und wo dann gegen solche ausländischen Anordnungen geklagt werden müsste. So wie es bisher im Text steht, müsste man gegen eine ungarische Anordnung vor ungarischen Gerichten klagen, ja, was natürlich wenig aussichtslos ist und die Grundrechte nicht ausreichend schützt. Und wir wollen erreichen, dass eine solche Klage in dem Staat möglich ist, wo die Veröffentlichung stattgefunden hat. Ja, hier in diesem Bild seht ihr nochmal das Gesetzgebungsverfahren. Also mehrere Ausschüsse haben eine Stellungnahme abgegeben, Binnenmarktausschuss, Kulturausschuss. Federführend ist aber der Innenausschuss LIBE. Das ist der Berichterstatter, Herr Jaki, von der ECR-Fraktion, die rechts von den Konservativen ist. Er ist an der polnischen Regierung beteiligt. Die Schattenberichterstatter der übrigen Fraktionen seht ihr hier. Und das bin ich für die Fraktion Grüne Eva. Cornelia Ernst ist auch eine deutsche Abgeordnete von der Linken. Und für die Sozialdemokraten haben wir eine estnische Abgeordnete und für die Konservativen und die Liberalen spanische Abgeordnete. Das Parlament hat sich positioniert. Im Moment sind wir im Trilogverhandlungen und letzten Endes wird eine endgültige Abstimmung stattfinden, wahrscheinlich sehr bald, spätestens Anfang nächsten Jahres. Es ist aber nicht mehr realistisch, in dem Stadium noch etwas zu ändern oder aufzuhalten. Es ist, glaube ich, noch nie gelungen, wirklich eine Parlamentsmehrheit gegen ein solches Verhandlungsergebnis zu erzielen. Das heißt, die richtige Zeit, Einfluss zu nehmen, wäre jetzt. Wie gesagt, nächste Woche die wohl entscheidende Verhandlungsrunde, die ansteht. Ja, und was kann man tun? Was könnt ihr tun, wenn ihr euch hier einmischen wollt? Erstmal vielen Dank auch an die digitale Gesellschaft, die schon einen Brief geschrieben hat. Das ist gut. Wird aber leider, so habe ich den Eindruck von meinen Kolleginnen und Kollegen, doch relativ ignoriert. Beziehungsweise die Befürworter haben ganz andere Möglichkeiten. Die gehen über Parteikollegen, die gehen über Parteivorsitzende und machen Druck dafür, dass man dem Terrorismus den Kampf ansagen müsse, so nach dem Motto. Ja. Das heißt, ihr könnt helfen, indem ihr Alarm schlagt und Aufmerksamkeit schafft dafür. Bisher kaum Berichterstattung, obwohl das hier einen Präzedenzfall schafft und in Zukunft auch für andere als terroristische Inhalte zum Einsatz kommen könnte. Ihr könnt natürlich auch die Bundesregierung, Bundesinnenministerium, Bundesjustizministerium kontaktieren und euch bei denen melden, was da los ist und was eure Wünsche und Sorgen sind. Ihr könnt auch euch an die zuständigen Abgeordneten wenden, die auf der Folie vorher gezeigt wurden. Weitere Infos dazu findet ihr hier im Internet auf unserer Themenseite zur TEREC-Verordnung. Und da sind auch nochmal die Namen der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner verlinkt. Ja, ich freue mich auf eure Fragen. Hoffe, ich habe euch zeigen können, dass dieses Gesetzesvorhaben eben tatsächlich sich massiv auswirken kann auf die Meinungsfreiheit, auf die Presseveröffentlichung im Netz, auf die Tätigkeit von Wissenschaftlern, von Künstlern.
Und natürlich auch auf die Betreiber von Internetseiten, an denen ja an die extrem hohe Anforderungen gestellt werden könnten, die kaum zu machen sind. Und ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere von euch sich weiter darüber informiert und sich einsetzt, zum Beispiel bei der Bundesregierung, dafür, dass eine vernünftige Lösung gefunden wird, die mit den Grundrechten vereinbar ist, die Rücksicht nimmt auf die Realität im Netz. Ja, vielen Dank erstmal soweit. Dankeschön für den Vortrag. Der war super informativ. Und ich frage mich aber gerade, gibt es doch irgendwelche Chancen, diese Entwicklung zu verhindern, also die du jetzt erklärt hast? Also was müssen all die netzpolitischen und digitalen Organisationen in Europa tun? Ich weiß ja von unserer Organisation, also der DigiGuest, dass es schon echt viele Stellungnahmen gab. Ich habe gerade deine Frage nicht verstanden. Könntest du die nochmal bitte wiederholen? Gibt es noch eine Chance, diese Entwicklung zu verhindern, jetzt aus der Sicht von netzpolitischen und digitalen Organisationen, weil es halt schon super viele Stellungnahmen gab? Ich weiß ja von uns auch, dass es schon echt viele Stellungnahmen gab. Ja, es ist nicht einfach. Im Grunde genommen hilft Öffentlichkeit, weil öffentlicher Druck sehr wirksam ist. Das heißt, ich glaube, was funktionieren würde, ist Berichterstattung. Wenn man es schafft, an Journalistinnen, Journalisten heranzutreten, die zu überzeugen, über das Thema zu berichten, über die Auswirkungen, die es haben kann, das könnte durchaus Beachtung finden. Wir haben zum Beispiel einen Artikel auf tagesschau.de gesehen vor 2 Wochen, in dem quasi gezeigt wurde, dass die Bundesregierung trotz öffentlicher Beteuerung des Gegenteils hier einen Text vorschlägt, der eine Pflicht zum Einsatz von Upload-Filtern vorsehen würde. Das ist das Letzte. Und daraufhin hat sich auch die Bundesregierung genötigt gesehen, das zu dementieren und zu beteuern. Sie wollen keine verpflichtenden Upload-Filter. Im Text steht es anders, aber immerhin haben wir dadurch schon mal dieses Versprechen bekommen, dass man das ändern wolle. Ja, und genauso hilfreich kann es sein, wenn über andere Aspekte dieser Gesetzgebung problematische Aspekte berichtet werden würde. Wie du sagst, es gibt viele Stellungnahmen der Zivilgesellschaft, von UN-Sonderberichterstattern, der Industrie, von Journalistenorganisationen. Ja, die haben alle geschrieben, aber solange die Öffentlichkeit davon keine Notiz nimmt, und stattdessen man sich konzentriert auf Terroranschläge, die gerade stattfinden und was dagegen tun will, ja, solange ist klar, wer den Kürzeren zieht. Ja, ich glaube, da hast du absolut recht. Dann würde ich mich mal verabschieden. Vielen Dank für den Vortrag nochmal. Und genau, schönen Abend. Den 100. netzpolitischen Abend gibt es am 1.12., also in einem Monat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.